Paul ist verantwortlicher Produktentwickler bei einem Vorentwicklungsprojekt im Bereich Schiffsentladung für einen deutschen Maschinenhersteller. Das Projekt befindet sich noch in einer sehr frühen Phase der Produktentwicklung, weshalb Paul nur geringes Wissen über die relevanten Anwendungsfälle, Stakeholder und Randbedingungen besitzt. Es fällt ihm dadurch schwer, die richtigen Ziele für sein Projekt abzuleiten. In der Recherchephase findet Paul heraus, dass die Liegezeiten eines Schiffes Kosten in Höhe von mehreren tausend Dollar pro Stunde verursachen und stellt dieses Wissenselement anderen Entwicklern in einer gemeinsamen Wissensbasis zur Verfügung. Er verknüpft dieses Wissenselement mit Tags, damit es schnell von seinen Projektmitgliedern gefunden und mit anderen Wissenselementen verknüpft werden kann. Markus, ein Teammitglied von Paul, erkennt in dem Wissenselement eine enorme Bedeutung für die Kostenreduzierung und leitet daraus ein Ziel für das gemeinsame Zielsystem ab. Da er sich unsicher über die Sinnhaftigkeit dieses Ziels ist, möchte er es frühzeitig durch einen Experten validieren lassen. Das ist gar nicht so einfach, obwohl im Unternehmen viel Wissen in den relevanten Domänen durch Experten verfügbar ist. Denn jeder Produktentstehungsprozess ist einzigartig und individuell. Deshalb hat Markus Schwierigkeiten, die richtigen Experten zu identifizieren und deren Wissen für das vorliegende Projekt anwendbar zu machen. Systematisch findet Markus mit der Tech-Suche den passenden Experten Dirk und beauftragt ihn mit der Validierung des Ziels. Dirk findet das Ziel, die Liegezeiten zu reduzieren, sinnvoll, weiß aber, dass die Kosten nicht pro Stunde, sondern pro Tag gelten. Mit diesem aktualisierten Wissen korrigiert Markus das Zielsystemelement. Der Zielsystemmodellierungsprozess ist aufgrund vieler Abhängigkeiten zwischen den Zielen kompliziert. Infolge des kontinuierlich hinzukommenden Wissens ändern sich diese Ziele und deren Abhängigkeiten am Anfang sehr schnell. Daraus resultiert eine starke zeitliche Abhängigkeit der Ziele und damit wird der Prozess komplex. Zur Handhabung dieser Komplexität kennt Paul zwar Ansätze wie zum Beispiel MBSE und FMEA, hat dabei aber zwei grundsätzliche Herausforderungen. Zum einen sind diese Ansätze oftmals nicht einfach in den Entwicklungsprozess integrierbar, da es sich um Einzelmethoden handelt. Zum anderen sind diese Ansätze nicht für die frühe Phase geeignet, da sie zu mächtig sind. Diese Mächtigkeit geht einher mit hohem Initialaufwand, geringer Anpassungsfähigkeit und schwieriger Skalierbarkeit. Als verantwortlicher Produktentwickler soll Paul jedoch diesen Prozess überblicken und steuern. Dies stellt ihn aufgrund des linearen Denkens und der beschränkten kognitiven Kapazität des Menschen vor enorme Herausforderungen, das Thema inhaltlich zu durchdringen. Zudem muss er zur kontinuierlichen Reifegradsteigerung des Projekts die Fachexperten und Entscheidungsträger bestmöglich einbinden. Denn durch die Fachexperten müssen die Ziele weiter konkretisiert werden, um damit den Reifegrad durch Detaillierung zu steigern. Diese Ziele und deren Erfüllungsgrad muss Paul durch Messbarmachung für seinen Chef transparent gestalten, um sich so den aktuellen Reifegrad absichern zu lassen. Durch die Anwendung des in den Gesamtprozess integrierten systematischen Ansatzes ist es Paul möglich, Ziele abzusichern, Unsicherheit zu reduzieren und damit den Reifegrad zu steigern. Wie diese Operationalisierung der Systematik im Konkreten verläuft, dazu folgt noch ein weiteres Video.